Hi! Einige von euch fragen sich bestimmt, weswegen hier oder da im Eck keine Werbung steht. Einfach weil ich mir dieses Produkt hier jetzt aus eigenen Stücken gekauft habe. Das Ding ist, ich war nämlich nicht bei einer Altbausanierung, aber bei der Planung einer Altbausanierung bezüglich Leitungsverlegung. Das Haus ist extrem alt und deswegen sollen da Leitungen neu gezogen worden. Da ist auch viel mit Leitungen rumgepfuscht worden, auf die Schnelle und alles Mögliche. Wo ich dann im Keller gesehen habe und die Garage und dann noch eine Zweitgarage, wo es dann noch mit einer Leiter nach oben geht und so weiter. Bezüglich wie das alles da an die Betondecke mit Schellen befestigt wurde, kreuz und quer und alles Mögliche, soll alles schön gemacht werden. Die Schalter sind übelst alt, vieles soll am Ende rausgeschmissen werden. Ich werde auf jeden Fall die Leitungen ziehen. Und da dachte ich mir, ey, bei diesen Installationsrohren, die wir auf jeden Fall verwenden werden, da gibt es ja natürlich, das sind jetzt alles hier abgeschnittene Sachen, da habe ich normalerweise immer so eine Gehrungssäge hier verwendet. Und dann hat man eben diese Ausrisse, die ich mit einem extra Werkzeug, welches ich mir noch damals geholt habe, damit man diese Fransen wegkratzen kann, habe ich gedacht, ey, gibt es nicht irgendwie eine bessere Variante, eine schönere Alternative, direkt, zack, und schon sauberer Schnitt. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Ich hatte vorher bei Helmut ein Video gesehen, der hatte von Knipex auf jeden Fall für solche Installationsrohre oder auch andere Rohre so ein Teil, was man dreht, was ganz außen so eine Schneide hat, damit das so knack irgendwann wegbricht. Dachte ich aber, okay, mit dem Ding ist es noch effektiver, noch einfacher. Man kann richtig viel Elektroinstallationsrohre schneiden. Und muss quasi gar nicht anzeichnen. Das Ding ist, man guckt so an der Wand, wie viel brauche ich, hält dann hier so seinen Finger hin und sieht dann so, okay, zack, an der Stelle fährt die Klinge ein bisschen ein. Ich zeige euch mal eben, wie das funktioniert. Das ist echt extrem. Also normalerweise ist ja immer so gewesen, hier habe ich jetzt ein Stück Installationsrohr, das müsste jetzt M16 sein an der Stelle, aber spielt keine Rolle. Und dann habe ich mir immer angezeichnet, wo ich sägen soll, hingelegt und dann zack. Geht auch relativ schnell, ist nichts zu sagen, ist auch jetzt nicht so heftig, was die Arbeit angeht und so weiter, ist jetzt nicht schwer, aber diese Fransen dann entweder mit einem Cuttermesser oder mit diesem roten Teil, was ich einmal für das Innen- und Außen doch mit so Schneiden abkratze, da gibt es noch was, aber das Ding ist jetzt, kann ich ja mal gerade zeigen, wie dieses Werkzeug hier an sich funktioniert. So sieht das Ganze an der Stelle aus und das ist einfach nichts anderes, man hat einen Hebel. Den drückt man und der fährt auch wieder zurück. Und dann sieht man, wie langsam eine Klinge rausfährt, bis bis zum Anschlag halt rausgefahren ist. Und um das am Ende wieder aufzumachen, hat man hier einen schwarzen Knopf. Den drückt man rein und dann fährt die Klinge auch schon direkt wieder raus. Können ja gerade mal hier einmal so ein Rohr reinmachen und dann fange ich einfach an zu drücken. Irgendwann merkt man halt den Widerstand, wenn die Klinge das eben berührt. Und dann drückt man einfach weiter. Schon ist fertig. Das eine Stück ist ab. Hier hat man ein bisschen noch Farbreste. Die kann man aber abwischen und ich glaube, die vergehen noch mit der Zeit. Das sind einfach vom hier die Farbreste, die vom Metall noch übergeblieben sind, die sich da irgendwie randrücken. Aber das ist halb so wild. Man sieht auf jeden Fall eine richtig saubere Schnittkante. Wenn man hier ein bisschen näher ranzoomt, sieht man das noch besser. Genau so viel dazu. Also das Produkt werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich glaube, man kann da richtig, richtig viele Installationsrohre auf die Schnelle durchballern, installieren. Und es macht einfach Spaß, bestimmt damit zu arbeiten. Ja, auch wenn das an der Stelle keine Kooperation ist, Link findet ihr trotzdem in der Videobeschreibung, um selber auf das Produkt zu kommen, um das zu bestellen. Wer Lust hat, wer meint, okay, ich habe auch übelst viele Installationsrohre oder andere Sachen, die ich damit schneiden müsste, kann das dann gerne tun. Genau. Des Weiteren wollte ich noch sagen, wo ich dann da gewesen bin und so weiter. Der weiß natürlich auch, dass ich hier von ein paar Zuschauern bei der Handwerkskammer angezeigt wurde, weil ich eben Arbeiten ausführe, für die ich nicht befugt bin und so weiter, für die ich nicht eingetragen bin.
weil mich da ja ein paar Leute angeschissen haben in dem Fall, hat der auch gedacht, ey, was geht in den Köpfen vor von denen? Das Ding ist, ich selber schaue auch beispielsweise Die Vermieters. Das ist irgendwie so ein YouTube-Kanal. Da sind drei Leute, die Immobilien haben, beziehungsweise Wohnungen, die vermieten die. Aber das Hauptding, weswegen ich das gucke, ist, weil die zeigen, wie die die Wohnungen sanieren. Da macht der eine beispielsweise die Fußleisten. Der andere macht Bodenverlegung, Eduard beispielsweise Boden verlegen. Eduard zum Beispiel hat auch das erste Mal da Fliesen in der Küche verlegt und so weiter. Mike ist so der, der viel Elektrik macht. Der hat beispielsweise Leitungen gezogen für den Waschraum, da wo die ganzen Waschmaschinen von den Mietbewohnern eben im Keller stehen, sag ich mal. Da waren mehrere Zähler im Nebenraum. Und der ist von jedem Zähler mit einer separaten Zuleitung dann zu jeder einzelnen Steckdose, damit jede Steckdose von jeder Waschmaschine eben separat für den und den Mieter gezählt wird. Ab und zu merkt man, okay, Mike hat auf jeden Fall Plan von Elektrotechnik. Ab und zu merkt man aber auch, dass er nicht jeden Tag damit zu tun hat. Beispielsweise LSA-Werkzeug und so, wusste er jetzt nicht genau Anlegewerkzeug oder Auflegewerkzeug oder wie das überhaupt heißt und so weiter. Der kannte auch diese Schalter von Jung beispielsweise nicht, wo ich einmal gezeigt habe, dass es diese Taster gibt, beziehungsweise diese Tastschalter, dass man ohne Relais trotzdem so eine Art Stromstoßschaltung hat, einfach weil der Schalter schaltet und den Kontakt beibehält, bis nochmal geschaltet wird, dabei man seine Ursprungsform wieder zurücksteckt und so weiter. Da frage ich auch nicht, was er gelernt hat, was er für eine Ausbildung gemacht hat, ob der Elektriker ist. Leute fragen mich, bist du Elektriker? Aber wenn ich irgendwo ein Gerüst umstelle, fragt mich auch niemand, bist du Gerüstbauer? Wenn ich irgendjemandem beim Umzug helfe, fragt mich doch auch keiner, bist du Umzugshelfer? Oder andere Sachen. Ich habe in meinem Zimmer auch den Boden selber verlegt. Da fragt auch keiner, ob ich Bodenleger bin oder wenn ich Fliesen lege, ob ich Fliesenleger bin. Oder wo ich hier diesen Tisch gebaut habe, hat auch niemand gefragt, ob ich Tischler bin. Die Vermieters beispielsweise, die schweißen auch. Da fragt doch auch keiner, ob die einen Schweißschein haben und was es nicht alles hier in Deutschland gibt, weißt du? Und deswegen mir ist auch komplett egal, was die gelernt haben, was die machen oder gemacht haben und so weiter. Die können alles ausprobieren, die können meiner Meinung nach alles machen. Ich bin froh zu sehen, wie die das machen, auch wenn die irgendwelche Sachen zum ersten Mal machen. Da muss keiner irgendwie einen Beruf extra gelernt haben, um diese Tätigkeiten auszuführen. Und die sind auch relativ offen, sage ich mal, mit deren Persönlichkeit, beziehungsweise man hört in den Videos oft, aus welcher Gegend die kommen und so weiter. Und da könnte man beispielsweise auch die quasi anscheißen. Ich habe noch nie mit dem Gedanken gerechnet, irgendwie bei irgendwelchen Behörden zu sagen, ey, es ist eigentlich alles legitim, was Mike da macht. Mir ist egal, ob der das gewerblich macht, mir ist egal, ob der das privat macht, der soll einfach seine Sache machen. YouTube ist die erste Plattform gewesen, auf der die Leute machen können, worauf die Bock haben. Weg vom Fernsehen, irgendwelche Beleidigungen aussprechen, ohne dass es irgendwelche Leute stört und so weiter. Weil manche Menschen wie Monte beispielsweise, die sind halt solche Menschen, die gerne hier so eine gewisse Umgangssprache haben, mit der viele nicht klarkommen und so weiter. Und ich stehe eher auf der Seite von die Vermieters, egal was die machen, egal ob das rechtlich abgesichert ist und so weiter. Ich bin eher auf deren Seite als irgendwie auf der Seite von irgendwelchen Behörden, weil das, was die Behörden machen, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur das, was ich bei die Vermieters sehe und wie die das machen. Und beispielsweise diese ganzen Rechtsbücher, die ich für die Meisterschule damals geholt habe, da hatte ich mich auch hingesetzt in die Klasse, die erste Stunde rechtsbewusstes Handeln. Und dann hat der Lehrer mich auch gefragt, wo meine Bücher sind. Und dann meinte ich zu ihm, ja, das Ding ist, die Bücher, das sind ja nur Empfehlungen von den Dozenten, aber wir sind ja nicht verpflichtet, uns die zu holen. Ich habe mir nur die Bücher geholt, habe ich gesagt, die mich interessieren. Elektrotabellenbuch, andere Sachen über Elektrik und so. Und ich bin der Einzige in der Klasse gewesen, der sich diese Rechtsbücher da, das Gesetzbuch, dann Umweltschutz und Arbeitsschutzgesetze nicht gekauft hat. Und dann meinte der Dozent, boah, ganz schön mutig von dir. Und dann wurde ich halt dem belehrt, dass ich die halt holen muss, weil da drinne Sachen stehen, die ich in der Prüfung abschreiben kann und so weiter. Hab mir dann auch diese ganzen Etiketten geholt, um die Seiten zu finden, mir Markierungen gemacht und so weiter. Aber selber persönlich hatte ich mich jetzt für diese ganzen Rechtsvorschriften und so
komplett nicht interessiert über manche Sachen. Also das ist dieses Type Deutsche, was da drinnen steht, dieses Schwarzarbeitergesetz und so. Da gibt es auch manchmal Sachen, wo man sich einfach nur am Kopf fassen kann. Aber egal, die Sache musste so gemacht werden. Ob ich mir die jetzt geholt habe, die Bücher oder nicht, hat jetzt nichts an meiner persönlichen Einstellung verändert und so weiter. Naja, auf jeden Fall soll es das mit dem Video gewesen sein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!